Kaum betritt man das Atelier von Willy Bucher, fällt der Blick sofort auf die Regale mit Masken. Es sind skurrile Masken, mal witzig verschmitzt, dann wieder abschreckend gruselig, manchmal gespensterhaft. Jede Maske hat ihr eigenes Wesen und damit unterscheiden sie sich auch von dem, was man in den tollen Tagen in der alemannischen Fastnacht zu sehen bekommt. Dabei arbeitet Bucher durchaus auch für Fastnachtsvereine. Am Anfang stand sogar ein Auftrag. Er sollte für die Schwäbisch-Alemannische Narrenvereinigung in Hechingen eine Pestmännle-Larve gestalten. Bucher, schon damals ein Mann mit eigenem Kopf, hielt sich freilich nicht an die durch Jahrhunderte geheiligten Traditionen. Er bastelte seine Larve aus Blech. Aber Masken sind nur ein Tätigkeitsfeld dieses Künstlers, der ursprünglich gar nicht Künstler werden wollte. Er ließ sich als Chirurgiemechaniker ausbilden. Früher hat man so salopp gesagt, Scherenschläfer. Dann später hat es Instrumentermacher geheißen. Und wo ich gelernt habe, hat es dann schon Chirurgiemechaniker geheißen. Hey, das heißt, glaube ich, Medizintechnik oder sowas. Nach wenigen Tagen freilich wollte er schon das Handtuch schmeißen. Ich bin mit 13,5 Jahren in die Lehre gekommen. Also 1,42 groß, können Sie sich vorstellen. Da weiß man ja nicht, was man will. Aber er hielt durch, wechselte dann in das Holzbildhaueratelier seines Bruders, des Bildhauers Franz Bucher, und dann folgte eine Ausbildung zum Bildhauer, sowohl in Holz wie auch in Stein. Und so stößt man, noch ehe man das Atelier von Willy Bucher in einer alten Scheune betritt, indem er seine Masken herstellt, auf Steine. Rohe Steine aus dem Steinbruch und Steinplastiken. Denn auch wenn viele Willy Bucher vor allem als den Mann kennen, der aus Holz Masken schnitzt, so beschränkte er sich doch keineswegs auf diese Tätigkeit. Seit Jahrzehnten arbeitet er auch als Steinbildhauer. Und da meistens abstrakt. Auf dem Boden seines Ateliers liegen gräulich schimmernde runde Steingebilde, aber auch etwa ein Würfel. Allerdings wölbt sich an einer Seite dessen Oberfläche, was dem auf den ersten Blick so streng geometrisch wirkenden Würfel eine schmiegsam weiche Qualität verleiht. Ah, das Haptische ist klar, auch bei den Steinarbeiten. Sie haben ja selber vorher bei dem Endloswürfel auch mit der Hand drüber streichen müssen, oder? Ende der 60er Jahre fing Bucher an, Masken zu schnitzen, aber auf seine Art. Das Ausgangsmaterial ist dasselbe wie bei den Fastnachtsmasken, eine ovale Holzform, die er ausgesägt hat. Der Rest ist Handwerk, Schnitzen. Und dann geht es an die Oberfläche der Gesichter. Und da lässt Bucher seine Fantasie spielen. Zunächst beklebt er sie mit altem Papier, allerdings hochwertigem. Viel finde ich in der Illustrierte, dem Geoheft, die haben zum Teil im vorderen Teil meistens schöne Farbe. Da reiße ich raus und verschnippel es oder verreiße es und dann klebe ich das wieder drauf auf die Larve. Zuerst kommt noch gelöschter Kalk drauf. Warum? Das zieht aus dem Eichenholz die Gerbse ihre schöner. Wäre die viel, viel kräftiger, schon von Grund auf. Also bei der zum Beispiel, da ist keine Farbe sonst drauf. Außer einem Böller, einem kaputten Kracher, ist da nur Kalk drauf. Der Böller. Er dient einer Maske als Frisur. Anderen klebt Willy Bucher über der Stirn alte Bürsten auf oder abgetragene Schuhe. Die Kappe vorne, die ist durchgelatscht worden von mir. Also habe ich den abgeschnitten und da auch mit her. Ja, also da gibt es nichts, was ich brauchen kann. Das Resultat, alle Masken sind oft höchst skurrile Unikate. Buchers Masken, die in seiner Werkstatt in Reih und Glied auf Regalen ruhen, bilden ein Panoptikum von Gesichtern, die aus einer anderen Welt zu stammen scheinen. Trotzdem ist Bucher dem Stein nicht untreu geworden. Dank seiner soliden Ausbildung ist er ein gefragter Restaurator. So hat er die Sanierung des Rottweiler Münsters geleitet und in zahlreichen Kirchen Altarräume gestaltet, etwa in der katholischen Kirche in Nagold. Dabei versucht er stets, Arbeiten wie etwa einen Altartisch nahtlos in die vorhandene Architektur einzufügen. Also ich möchte im Grunde keinen Fremdkörper reinsetzen. Was mir immer wichtig war oder ist, dass der aus dem Boden rauswächst. Also das, was im Boden drin ist und das, was da hochgeht, ist alles ein Stück. Dieser behutsam organische Umgang mit der Kirchenarchitektur verdankt sich möglicherweise seiner jahrzehntelangen Beschäftigung mit dem gewachsenen Holz.
die ihm dennoch weithin den Namen Maskenbucher eingetragen hat. Ja, den Macker habe ich halt. Den bringe ich wohl auch nicht mehr weg.